Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich heiße Sie, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. Ja, und an das, was zu Weihnachten passiert ist, erinnert uns auch die Krippe, die hier vorn steht, die da so schön beschaulich uns zeigt, was damals in Bethlehem geschehen ist. Beschaulich, so wünschen wir uns das Weihnachtsfest, dass wir da als Familie zusammenkommen können, mit Lieben, mit Freunden, da einfach gut miteinander dieses Fest begehen dürfen. Und trotzdem, ich habe auch schon die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass es manchmal weniger beschaulich zugeht, dass da doch manche Streitigkeit vorkommt und eben auch die alte Vergangenheit ausgegraben wird. Und so ähnlich geht es auch heute dann in der Predigt um manche Dinge, die so gar nicht weihnachtlich erscheinen. Ja, ich sag's mal schon vorweg, es wird skandalös werden. Und trotzdem hilft uns vielleicht gerade dieses Skandalöse, umso mehr zu begreifen, was da eigentlich zu Weihnachten geschehen ist, wie das bis in unsere Zeit, bis in unser Leben hineinwirken kann. Bevor wir auf das alles zu sprechen kommen, wollen wir uns an Gott wenden, zu ihm sprechen, indem wir gemeinsam den Psalm 96 beten. Den finden wir im Gesangbuch unter der 738. Wir beten im Wechsel. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Sagt unter Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ja, sei dem Vater. Guter Gott, du hast vormals den Hirten die Geburt deines Sohnes mitgeteilt. In ihrer Freude blieben sie nicht nur Hörer, sondern sie wurden zu Überbringern dieses Wunders. Und so rufen wir zu dir, erfülle auch uns mit Begeisterung über dein Kommen, damit wir ebenfalls zu solchen werden, die deine Zuneigung weitergeben. Wir beten zu dir in der Stille.
Herr, hier bin ich, sende mich und überhaupt alle, die du mit deiner Botschaft anrührst. Lass uns begeistert von all dem erzählen, wo du den Menschen nahe gekommen bist. Amen. Wir nehmen Platz. Wir sind nicht in einen luftleeren Raum geboren, sondern uns umgibt eben die eigene Familie, das eigene Umfeld. Und das kann einen prägen in guter wie auch in nicht so guter Weise. Ja, manchmal merken wir, dass wir da auch mit Traditionen aufwachsen, die uns helfen, dass es aber ebenfalls Dinge, Muster gibt, auch manches Dunkle gibt, das wir weitertragen, unter dem wir unter Umständen später selbst zu leiden haben. Dass Jesus ebenfalls nicht im luftleeren Raum geboren ist, das sagt uns die heutige Lesung aus dem Matthäusevangelium. Da zeigt Matthäus, in welchem familiären Zusammenhang Jesus steht, dass er da ebenfalls Vorfahren und Vorfahrinnen gehabt hat. Und man mag es nicht glauben, aber in dieser Aneinanderreihung von Namen, da verbergen sich auch Botschaften, die für uns selbst ermutigend sein können. Doch schauen wir uns zunächst einfach mal die blanken Zeilen an, in Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar, Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Ich kürze das jetzt einfach mal ab und lasse die nächsten Namen aus. Zum Schluss heißt es da auf jeden Fall, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Geschlechter. Also allerlei Namen und Zahlen. Was es damit auf sich hat, darauf werde ich gleich in der Predigt eingehen, aber zunächst hören wir ein Lied vom Kirchenchor.
Wir haben die Zahlen, die Namen gehört, die Matthäus da auflistet. Und das kommt einem jetzt nicht sonderlich spektakulär vor. Da fragt man sich, was er eigentlich damit sagen möchte. Aber dass er diesen Stammbaum nicht grundlos angefertigt hat, das merken wir daran, wen er zuerst nennt. Matthäus beginnt nämlich nicht bei Adam, dem ersten Menschen, sondern setzt erst bei Abraham ein. Abraham gilt deswegen so wichtig, weil er ist ein Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen gewesen, aber er war auch jemand, der Gott unbedingt vertraut hat, der sich sogar auf eine Reise ohne klares Ziel einlassen konnte. Und es zeigt, wie tief bei Abraham der Glaube sitzt, was er da für ein Vorbild darstellt. Von Abraham geht es weiter mit Isaak und Jakob, und mit diesen drei Nennungen, die kommen ebenfalls im Stammbaum vor, da ist doch vollkommen klar, zu welcher Nationalität, zu welchem Volk Jesus gehört. Also falls ihr mal Bilder seht, wo Jesus blond und blauäugig dargestellt ist, nicht wahrscheinlich, sondern er war vermutlich eher der nahöstliche Typ, denn er gehörte zum erwählten Volk, zum Volk der Juden. Und für die spielte eine besondere Person eine große Rolle, nämlich der erwähnte König David. Der herrschte um ca. 1000 vor Christus, und dass Matthäus den ganz eng verbunden mit Jesus sieht, das wird nicht nur an den Namen, sondern auch an den Zahlen deutlich. Also im hebräischen Alphabet, da muss man sich zunächst erstmal vorstellen, solche Laute wie A oder I, die sah man da nicht als eigenständige Buchstaben. Das heißt, von David bleiben nur noch übrig D, V und D. So, und jetzt hatte jeder Buchstabe ja seine Stellung im Alphabet und damit auch einen gewissen Zahlenwert. Das D, das stand da an vierter Stelle, und der Buchstabe, der für das V gestanden hat, den fand man an sechster Stelle. Also haben wir die Zahlenwerte 4, 6 und 4. So, und jetzt kommt die Kopfrechenaufgabe, diese drei Werte einfach mal bitte zusammenzählen, 4, 6 und 4. Auf welche Zahl kommt man dann? Wer es weiß, darf es auch einfach reinrufen. Genau, die 14. Und die 14, jetzt gucken wir nochmal in den Stammbaum hinein, was Matthäus zum Schluss schreibt. Alle Geschlechter von Abraham bis David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus 14 Geschlechter. Also es ist vollkommen klar, Matthäus gebraucht hier diese Zahl 14 nicht ohne Grund, sondern sie steht ganz eindeutig für den König David. Da möchte er, dass wir diesen Zusammenhang von ihm und Jesus aufs Auge gedrückt bekommen. Denn die Menschen damals zur Zeit von Jesus, die haben genau auf so einen König gewartet. David zugegebenerweise, der hatte auch seine Fehler und Schwächen. Das hören wir auch aus dem Stammbaum heraus. Da heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Also nicht mit der eigenen Frau, sondern mit der Frau eines anderen. Und da merkt man, das kann nicht ganz koscher zugegangen sein, und trotzdem aus dieser Verbindung kam später der Nachfolger, kam Salomo hervor. Allerdings ranken sich um David noch weitere Skandale. Man muss ganz ehrlich sagen, der hatte seine eigenen Kinder nicht so wirklich im Griff. Also da gab es ordentlich Probleme, bis hin dazu, dass ein eigener Sohn ihn für eine gewisse Zeit abgesetzt hat. Also Fehler und Schwächen, und trotzdem König David, der galt als der König schlechthin für die Menschen zur Zeit Jesu, denn er hat Israel zu nie gekannter Größe gebracht, und vor allem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also obwohl er so viele Böcke geschossen, so viele Fehler gemacht hat, trotzdem hat er sich immer wieder an den Allmächtigen zurückgewandt, bei ihm Zuflucht gesucht. Und so jemanden hat man sich erwartet.
so einen König, den Gott schickt, der wirklich mit dem Herzen an Gott, am Allmächtigen dran ist und der dann auch ein mächtiger König sein soll, der dann die römischen Besatzer aus Israel mit Schwung herausschmeißt und dann von dem Land aus die Weltherrschaft Gottes über die Erde hinausträgt. Und genauso möchte eben Matthäus David, Jesus verstanden wissen, nämlich als den Nachfolger Davids, als den Über-David, der König sein soll, der dann sogar die menschlichen Fehler von David nicht trägt, sondern nur all das Gute mit sich bringt. Das ist ein ziemlich gewagter Schritt, denn wir wissen und Matthäus wusste auch, wie die Geschichte ausgeht. Jesus kommt eben in ärmlichen, bescheidenen Verhältnissen auf die Welt, so wie wir uns das ansatzweise bei der Krippe vorstellen können. Und auch der Plan, die Römer rauszuschmeißen, der verwirklicht sich nicht. Im Gegenteil, Jesus wird von den Römern gefangen genommen und am Kreuz hingerichtet. Und trotzdem macht Matthäus deutlich, er ist allem zu trotz der König, denn er regiert nicht nur rein äußerlich, sondern er möchte in den Herzen der Menschen herrschen. Von dort her wird er den Frieden verbreiten, die ungeahnte Veränderung, die sonst kein äußerer König mit sich bringen kann. Und dass Jesus ein ganz anderer König ist, das zeigt sich eben auch daran, wie er sich selbst in die Geschichte der Menschen hineinstellt, auch in das Krumme und Bucklige. Denn, und jetzt kommen wir zum letzten, aber wirklich skandalösen Punkt, nämlich zu den Frauen, die in diesem Stammbaum vorkommen. Erstens, dass überhaupt Frauen im Stammbaum erwähnt wurden, das war schon merkwürdig für die damalige Zeit, denn man muss sich das vor Augen halten, es war eine Welt von Männern für Männer gemacht. Die Frauen hatten da nicht viel zu melden, ganz im Gegenteil, sie wurden durch die Gesellschaft, auch vor allem durch die Dummheit mancher Männer, in eine Situation oftmals hineingebracht, aus der sie zum Teil sehr ungewöhnliche Wege hinausfinden mussten. Und daraus ergab sich der eine oder andere Skandal. Und das merken wir auch bei diesen vier Damen hier, die haben es faustdick hinter den Ohren. Betrachten wir uns mal die erste. Da heißt es nämlich, Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Ja, Tamar war eigentlich die Schwiegertochter von dem genannten Juda gewesen, aber nachdem seine ersteren Söhne verstorben waren, hatte die Tamar aus Abstellgleis verfrachtet, hat Versprechen gemacht, die er dann nicht eingehalten hat. Irgendwann hat sich Tamar verkleidet, an den Weg gestellt, sodass Juda nicht erkannt hat, sondern er hat sie, man glaubt es kaum, für eine Prostituierte gehalten. Und man kann sich von dort aus vorstellen, wie die Geschichte weitergegangen ist, wie dann eben die beiden Söhne entstanden sind. Also Kraut und Rüben, man glaubt es kaum, dass das in der Bibel vorkommt, aber so ist es eben damals gewesen und es geht skandalträchtig weiter. Als nächstes haben wir nämlich Rahab, die hauptberuflich dem berüchtigten Gewerbe angehört und nicht nur das, sie verrät sogar das eigene Volk, um eben den Israeliten zu helfen. Ruth dagegen, die dritte Frau, da sieht es noch recht harmlos aus, die hat lediglich das Problem, dass sie zu den Moabitern, also auch zu früheren Feinden des Volkes Israel gehört. Eigentlich sollte sich deswegen kein israelitischer Mann mit den Moabitern einlassen, aber das hat Ruth am Ende nicht wirklich gestört. Sie angelt sich mit Boas so einen Israeliten und von dort aus setzt sich eben die Stammesfolge bis zu David weiter fort. Und bei David, da haben wir eben die erwähnte Frau des Uriah, Bathseba, von deren Schönheit war David berauscht, hat sie zu sich kommen lassen und daraus entspann sich alles weitere Unglück. Aber es kam eben letztlich auch dieser Nachfolger Salomo hervor. Also Geschichten von Skandal, verruchte Geschichten, man fragt sich, wie passt das alles bitte zu dem beschaulichen Weihnachtsfest zusammen? Warum bringt Matthäus das alles hier? Er bringt es, um uns damit eine Botschaft zu übermitteln, nämlich die Botschaft,
Gott schreibt auch auf unseren krummen Linien gerade. Denn es gibt sicherlich eben auch bei uns immer wieder Dinge, für die wir uns schämen, wo wir die am liebsten aus dem Lebenslauf hinaustilgen möchten. Vielleicht gibt es auch manche Sachen in der Familie, wo man sich wünschen möchte, das wäre nie passiert, oder da bekommt man etwas mit an Verhaltensweisen, an Wunden, die man später selber mittragen möchte, und man wünschte sich, man hätte nicht damit zu kämpfen, man könnte das alles irgendwie ausgetilgt werden lassen. Und da ist hier eben die gute Botschaft, wir kämpfen damit nicht allein, sondern Gott, Jesus selbst, stellt sich eben auch in die krummen und buckligen Geschichten der Menschen hinein. Er bildet eben den Schlusspunkt, es kann in unserem Leben, in unserer Vergangenheit drunter und drüber gehen, aber am Ende steht er dort, empfängt er uns mit offenen Armen oder kommt er, wie in der Krippe zu sehen, in unser Dasein mit hinein. Und das heißt, ich darf Gott eben auch all diese üblen Geschichten, das, was mir selber zusetzt, vielleicht auch aus der eigenen Familiengeschichte, hintragen, ihm hinbringen und er macht daraus doch etwas Gutes, so wie er auch aus diesen kaputten Existenzen einen Nachkommenbaum für seinen Sohn gebastelt hat. Dass wir zu Gott eben auch das eigene Dunkle hintragen können, das bringt auch ein Prediger aus dem Mittelalter, Johannes Tauler, auf den Punkt. Der schrieb nämlich, das Pferd macht den Mist im Stall und obgleich der Mist einen Unflat und Stank an sich hat, so zieht dasselbe Pferd doch den Mist mit großer Mühe auf das Feld und daraus wächst dann der schöne Weizen und der edle, süße Wein. Also trage deinen Mist, das sind deine Gebrechen, die du nicht abtun, ablegen, noch überwinden kannst, mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willen Gottes. Es wächst daraus ohne allen Zweifel in demütiger Gelassenheit köstliche und wohlschmeckende Frucht. Also selbst wenn ich mit dem eigenen Dunkel nichts anfangen kann, trotzdem Gott kann damit umgehen, er kommt auch in die Niederung unseres menschlichen Daseins hinein. Und das sehen wir eben an der Weihnachtsgeschichte. Jesus einerseits sozusagen hat einen blaublütigen Stammbaum, einen edlen Stammbaum, auf der anderen Seite wird er geboren in diese bescheidenen Verhältnisse, an einen Ort, wo es vielleicht nach Tieren gestunken hat, wo es dunkel und schmutzig gewesen sein könnte. Aber es zeigt eben, Gott ekelt sich eben nicht von nichts, was in unserem menschlichen Leben vorkommt. Er kennt das und er möchte da trotzdem mit seinem Licht hineinkommen. Sogar ich kann meine Lebensgeschichte zu ihm bringen und ich kann mich darauf verlassen. Er kann mich trotzdem gebrauchen. Er nimmt mich sehr gern in seine Geschichte hinein. Und durch Jesus gibt er eben auch den entscheidenden Plot-Twist. Also gibt er auch für die eigene Story eine unerwartete, die beste Wendung, so dass ich eben auch vom besten kommenden Ende ausgehen kann. Ja, dass Gott eben auch aus mancher merkwürdigen, zweifelhaften Wurzel etwas Gutes hervorbringen kann, das sagt uns auch das nächste Lied. Es ist ein Ros entsprungen, die Nummer 30 im Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 bis 3.
So, kurz Moment, mir ist die Seite für das Abendmahl, für das Beichtbekenntnis jetzt zugeklappt. Ich suche die schnell und dann geht's gleich weiter. So, alles gefunden, der Ordner verliert nichts. Vor Gott möchten wir bringen, was uns von ihm, von uns selbst, von anderen Menschen trennt. Wir stehen auf und wollen vor ihm unsere Schuld bekennen. Herr, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und dennoch lässt du uns nicht fallen. In der Stille bekennen wir dir unsere Schuld, was uns von dir, von uns selbst oder von anderen Menschen innerlich wie äußerlich fernhält. Sei du bei uns, Herr, vergib, was zwischen uns und dir steht, vergib uns unsere Schuld. Ist dies auch eure Bitte, so lasst uns einstimmen in den Gesang, Christe, du Lamm Gottes. Der mächtige Gott hat sich über uns erbarmt. Durch Jesus Christus schenkt er uns seine Gnade und die Vergebung unserer Schuld. Amen. Auf Gottes Zuwendung wollen wir antworten, uns an ihn wenden, indem wir das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er ist gefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir stimmen uns nun ein auf das Abendmahl.
indem wir ein weiteres Lied vom Kirchenchor hören, nämlich das Lied »Hört der Engel helle Lieder«. Wir nehmen dazu Platz. Der Friede des Herrn sei mit euch. Lasst uns aufeinander zugehen und ein Zeichen des Friedens geben. Das heißt, man kann wirklich sich mal Zeit nehmen, umschauen, wer um einen drumherum ist, im Aufstehen dann einfach hingehen und dem anderen der anderen zusprechen, Friede sei mit dir. Man darf sich dabei die Hand geben, man muss aber nicht. Man kann auch einfach zueinander hingehen, sich zunicken und dabei die genannten Worte sagen. Auf jeden Fall soll deutlich werden, man wünscht dem anderen eben den Frieden, die Gemeinschaft mit ihm. Also, der Friede des Herrn sei mit euch. Lasst uns einander, wie gesagt, ein Zeichen des Friedens geben. Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch, in den Gaben von Brot und Wein ist er gegenwärtig. So haben wir Teil an seinem Leben, das er am Kreuz für uns hingegeben hat. Wir empfangen Vergebung der Sünden,
Frieden mit Gott und Gemeinschaft untereinander, so wie es Christus verheißen hat. Also egal, ob wir blaublütig sind oder nicht, er gibt uns von seinem Leib, von seinem Blut, sodass wir daraus das neue Leben empfangen. Und so hat er selbst gesagt in den Worten, als er das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte den Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, sagte den Dank, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Nach Möglichkeit stehen wir auf und beten. Herr Jesus, wir bitten dich, wenn wir jetzt als deine Gäste an deinen Tisch treten, erfülle unsere Herzen mit Glauben und Hoffnung. Wo du einkehrst, kehrt Friede ein. Amen. Gleich können wir uns in mehreren aufeinanderfolgenden Halbkreisen hiervon zum Abendmahl versammeln. Dazu noch eine kleine Ansage. Wir haben ja heute auch Minderjährige unter uns. Denen gebe ich gern, wenn Sie das möchten, eine Hostie in die Hand, aber werde dann einfach mit den Weinkelchen an Ihnen vorübergehen. Sollte sonst noch jemand keinen Wein möchten oder das Abendmahl nicht empfangen wollen, so kann der oder diejenige trotzdem die Hand aufs Herz legen und dann eben einen Segen von mir empfangen bekommen. Und auch überhaupt, wenn ich irgendwas reiche, was man nicht haben möchte, einfach lautstark werden, sagen, wie es sein soll, kein Problem, ich gehe gern darauf ein. Und so kommt, denn ist alles bereit, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Wir wollen uns zum Gebet erheben und Gott für seine Gaben danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir beten weiter für unsere Mitmenschen und die Welt, und nach jedem Gebetsabschnitt sprechen wir gemeinsam: Herr, erhöre uns. Himmlischer Vater, du beugst dich herab, du wirst Mensch, sodass wir dich sehen und verstehen können. Trotzdem bleibt der christliche Glaube für viele unglaublich. Hilf deshalb deiner Kirche, hier und weltweit verständlich von dir zu reden. Öffne die Menschen aller Kulturen, lass sie sehen, hören und begreifen, wie du sie einlädst. Segne auch jene, die diese Einladung in deinem Namen aussprechen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Heiliger Geist, du zeigst in der Weihnachtsgeschichte, auch in den Stammbäumen, wie selbst in unser krummes Leben dein Segen hineinkommt. Jesus stellte sich einerseits in königliches Blut hinein, andererseits trug er unübersehbare Schwächen der Vorfahren nicht mit, sondern er brachte stattdessen die Rettung. Nimm auch aus unserer Vergangenheit weg, was uns beschwert. Lass uns versöhnt auf das schauen, was vielleicht am Schwierigen uns mitgegeben wurde, und befreie von allem unnötigen Ballast. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Sohn Gottes, du machst dich zum Kind und zeigst damit, für wen du einstehst, für alle, die klein und hilflos sind. So wollen wir jetzt ebenso an die Kinder denken und für sie beten. Bewahre sie vor Übergriffen jeglicher Art und lass sie Heilung erfahren, wo sie in der Seele verletzt worden sind. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Alles Genannte und was uns auf dem Herzen liegt, tragen wir vor Gott im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz und wir singen als Nächstes: Kommet ihr Hirten, die Nummer 48, davon Strophen 1 bis 3. Thank you.
Wir kommen zu den Abkündigungen. Da herzlichen Dank dem Kirchenchor und auch allen weiteren, die diesen Gottesdienst so wunderschön musikalisch mitgestaltet haben. Euch allen vielen lieben Dank. Dann ebenso Dank an die Gemeinde für das Opfer, das wir für das Kinderwerk Lima sammeln konnten. Das betrug insgesamt 472,83 €, die am Heiligabend gesammelt wurden. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Auch ganz herzlichen Dank noch einmal Rolf Stumpberger, der wie in jedem Jahr den Baum für uns gefällt, aufgestellt und ebenso wunderschön geschmückt hat. Auch natürlich allen Dank, die ihn dabei unterstützt, dabei geholfen haben. Das heutige Opfer ist für Brot für die Welt bestimmt. Gott segne Geber und Gaben. Das diesjährige Motto von Brot für die Welt lautet: Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Die Zahl der klimabedingten Naturkatastrophen hat sich eben deutlich erhöht. 3,3 Milliarden Menschen sind nach Angaben des Weltklimarates in hohem Maße von den Auswirkungen des Klimas betroffen. Brot für die Welt engagiert sich auf vielfältigste Weise, um den von dem Klimawandel Betroffenen zu helfen, gerade in den Ländern des globalen Südens. Dann noch eine Ansage an alle Mitarbeitenden der Kirchengemeinde. Die sind eingeladen, im Anschluss an diesen Gottesdienst nach vorn zu kommen, an den Weihnachtsbaum und sich dort ihr diesjähriges Mitarbeitergeschenk abzuholen, falls sie das noch nicht getan haben. Und nun noch herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen am zweiten Weihnachtstag findet hier um 10 Uhr wieder Gottesdienst statt mit Pfarrer Steffen Hägele. Am Altjahresausabend lassen wir diesen mit einem Gottesdienst am 31.12. um 16 Uhr mit Beteiligung des Schwäbischen Albvereins und mit einem Gottesdienst um 17.30 Uhr ausklingen. Am Neujahrstag um 11 Uhr wird Pfarrer Hartmann hier sein und mit Ihnen den Gottesdienst gestalten. Am 6.1. feiern wir das Erscheinungsfest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dabei werden die Sternsinger ausgesendet. Und nun erheben wir uns noch und singen vom Lied 44, O du Fröhliche, die Strophen 1 bis 3.
Und so gehen wir in die kommenden Tage, auch in das weiter sich fortführende Weihnachtsfest unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.